seine Karriere sich entwickelt hat. Ja, bei mir hat das musikalische Leben sehr früh angefangen. Ich habe mit 6 Jahren Cello spielen begonnen und dieses Cello-Spielen ist von vornherein unter dem Stern gestanden, dass ich Kammermusik spiele mit meinem Bruder, der 4,5 Jahre älter ist, und mit meiner Schwester, die über 2 Jahre älter ist als ich. Und die wollten sofort mit mir spielen und das war eigentlich geprägt. Die konnten schon sehr gut spielen, die haben ja schon 2, 3 Jahre, 4 Jahre gespielt und ich noch nicht. Aber zu Haydn-Klaviertrios und sowas, das war für mich ein Traum, sofort mitspielen zu können und zu dürfen. Und das hat mir natürlich wahnsinnig viel gebracht. Ich habe einfach von den Erfahrungen der Geschwister sehr viel gelernt. Und es ist was Tolles, wenn man es als junger Mensch, wenn man die Gnade hat, gleich Kammermusik spielen zu dürfen. Weil was ist Kammermusik? Kammermusik ist eine der feinst ausgearbeiteten Musikzweige, die wir haben. Mit subtilster Stimmführung, mit genauem Kümmern um Instrumente. Das ist kein so ein im Bausch und Bogen wie bei einem Orchesterwerk, sondern da geht der Komponist ganz genau auf die Instrumente ein. Und das darf man als Spieler miterleben und das prägt dann. Das ist ein ganz ein anderes Musizieren, wenn man Kammermusik spielt, als wenn man von vornherein nur solo und nur für sich selber, und ich erlebe das ja immer wieder, es ist so ganz was anderes. Und wir haben dann 1975 den ersten Wettbewerb gewonnen, das hieß damals noch Jung musiziert, gleichzeitig mit dem Hagen-Quartett dann hat die Karriere des Klaviertrios begonnen. Ich habe dann natürlich auch selber Wettbewerbe gespielt und auch tolle Erfolge erzielt. Aber das Begleiten meiner Musik mit meinem Klaviertrio hat mich ein Leben lang und begleitet mich auch noch jetzt. Vielleicht das für mich Wichtigste beim Unterricht ist das Wertlegen auf Gewicht des rechten Arms, einer Präzision links ohne Druck, das Fühlen des Gesamtkörpers, das Abbauen der Spannung und das Bewusstwerden von Kopf, Schulter, Hals, Armgewicht in der rechten Seite und die Unterscheidung zwischen dem Spielgefühl links und dem Spielgefühl rechts. Warum ist das so wichtig? Wir haben extrem viele aufgesparte Energien, allein wenn ich den Bogen hochhebe und wenn ich es verstehe, mit diesen erhaltenen Energien zu spielen, ohne dass ich drücken muss, dann ist der ganze Körper viel lockerer, der Spielfluss entsteht, das Cello klingt viel besser, die Intonation wird nicht mehr so ein Problem, Spannungen bauen sich ab und das Wichtigste daran ist, das merken dann meine Studierenden auf der Bühne, Nervosität nimmt in dem Grad ab, in dem man dieses bewusste Gewichtsgefühl und das bewusste Entspannen des Körpers auf die Bühne mitzubringen vermag. Es baut sich Stress ab. Also man muss sich vorstellen, Nervosität und Stress, die Nahrung von Nervosität und Stress ist Spannung im Körper. Wenn Spannung abgebaut wird, wenn man bewusst mit Gewichten spielt und innere Spannung löst, dann findet die Angst, die Nervosität auf der Bühne keine Nahrung und sie baut sich innerhalb weniger Sekunden ab. Ich habe das oft bei Probespielen gemerkt, wenn Studenten und Studierende zu mir kommen und darauf vorbereitet werden und ich erzähle ihnen, wenn es Meisterklassen sind, kann ich das ja nur kurz machen, bei eigenen Studierenden mache ich das sehr, sehr lange, das geht über viele Semester. Und wenn die das dann auf der Bühne oder hinter dem Vorhang bei einem Probespiel umsetzen können, dann kommen die Rückmeldungen so wie, ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich war heute total, ich war überhaupt nicht nervös, obwohl ich im Finale war und ich habe super gespielt, ich kann mir das auch nicht erklären. Also und das ist dann für mich immer ein Zeichen, dass die Botschaft richtig angekommen ist. Besonders deine eigene Methode, wie du diese Studenten vorbereitest? Das Vorbereiten von Studierenden auf Probespiele ist eine eigene Wissenschaft, ist eine eigene, Wissenschaft ist gut gesagt, eine ganz eigener Zweig. Das genaue Kennen der Orchesterliteratur, das gemeinsame Arbeiten
der Frasierung, das Besprechen der Frasierung, das genaue Arbeiten der Fingersätze, das Schaffen von Probespiel-Simulationen, also hinterm Vorhang, oder Probespiele für Kollegen, das Vorspielen, das Abspielen. Das sind lauter kleine Elemente, wo jedes einzelne Element ein Baustein zum Erfolg, zum Gewinn eines Probespiels ist. Ich habe Studierende gehabt, wo ich dachte, ist noch nicht so weit, und dann haben sie es trotzdem gewonnen. Und das ist dann immer eine große Freude, weil man als Lehrer ja oft zu kritisch ist und es den Studierenden gar nicht zutraut, weil man ja die Fehler zu sehr kennt und oft sich an die tollen Sachen schon gewöhnt hat. Und wenn diese Leute dann was gewinnen, dann weiß man, man macht es richtig. Also diese Baustein für das gemeinsame Arbeiten, das Vertrauen schaffen, das Erarbeiten, das Spüren eines Schwimmen im Schwarms, wenn man eine Tutti-Stelle erarbeitet. Und im Gegensatz zum, ich bin das Alpha-Tier, ich spiele das Solo, ich spiele ein Tosca-Solo. Das ist so unglaublich wichtig, und wer das seinen Studierenden zu vermitteln mag, vermag, der wird auch Erfolg haben beim Probespielen. Etwas Besonderes, worauf du dich bei einem Meisterkurs konzentrierst? Ein Meisterkurs hat mehrere Komponenten. Also eigentlich zwei Typen von Leuten, von Besuchern meines Meisterkurses. Die einen sind oft eigene Studierende, die man für Wettbewerbe oder etc. vorbereitet. Dann konzentriert man sich auf das, was man mit ihnen jetzt erarbeiten will. Und dann kommen immer wieder neue, junge Talente, die man dann kennenlernt und wo dann die Freude groß ist, wenn das erste Vorspiel ist. Man spürt die leichte Angespanntheit und man sieht dann, aha, wow, tolles Talent, super Klang, oder ja, die Geläufigkeit ist phänomenal. Und das Erkennen von Vorzügen desjenigen, der mir jetzt, oder derjenigen, die mir vorspielt, und der eventuell noch Mankos, die man beheben kann, dieses schnelle Erkennen bei Kursen und das gemeinsame Ansprechen, das behutsame Vorgehen, das behutsame Finden eines gemeinsamen Weges der Lösung der Probleme, das ist etwas Faszinierendes, was man eigentlich nur bei Meisterkursen machen kann. Da unterscheidet sich das Unterrichten doch total von dem an der Universität, wenn man jemanden mal aufgenommen hat und in die eigene Klasse genommen hat. Natürlich zählt dazu noch das Ambiente. Auch anders ist es nicht das eigene Unterrichtszimmer der Universität, sondern in einer wunderbaren, meistens in einer wunderbaren Umgebung, wo man sonst nicht ist, wo eine Sommerfrische ist, wo man auf einem See baden gehen kann, wo man auf Berge steigen kann. Und das kommt auch noch dazu. Also das ist das Faszinosum einer Masterclass von einem Professor. Der Student sitzt wahrscheinlich genau von der anderen Seite. Was kann er mir sagen? Wie kommt das an? Und das Spüren von diesen beiden Positionen und das Vereinen, das Team möglichst am gleichen Strang. Wenn das gelingt, dann entsteht eine tolle Freundschaft, vielleicht eines zukünftigen Studierenden. Ich habe oft Studierende dann in meiner Klasse aufgenommen, die ein, zwei Jahre bei Meisterklassen waren, einfach weil ich gespürt habe, da kann was werden. Das ist Meisterklass pur.